Willkommen zurück, liebe Freunde, zu Final Fantasy VII. Oh, mein Controller nicht funktioniert. Okay, jetzt. Alles klar, wir sind in Makureaktor vom Sektor Nummer 5, wenn mich nicht alles täuscht, und haben dort auch schon die Bombe platziert. Haben wir sie schon platziert? Vermutlich nicht. Doch, haben wir. Klar. Haben wir gemacht. Ja, gestern, Leute. Gestern, kein Park gekommen, ne? Ich weiß. Das ist natürlich richtig hart und cool. Und geht eigentlich überhaupt nicht. War auch tatsächlich nicht mein Plan. Allerdings gab es einen medizinischen Zwischenfall. Und aufgrund dieses medizinischen Zwischenfalls musste ich dann, hatte ich keine Zeit. So musste ich dann auch noch mit Ricky was bequatschen und so, das war, ja. Aber, nichtsdestotrotz, geht es natürlich heute weiter. Und dann wollen wir mal schauen, was hier so geht. Ich wundere mich gerade ein bisschen, dass der meinen Blitz überlebt hat. Das ist schockierend. Sind die Gegner stärker geworden, weil ich da gewartet habe? Die haben trainiert im Raum von Zeit und Geist und so, ne? Ich glaube, so heißt der Raum nicht. Aber ich bin mir unsicher. Nun gut. Alter. Das sind ganz schön viele. Du kannst doch Feuer auf alle machen, oder nicht? Ist das alle? Mach mal einfach. Tifa hat ihr Limit auch schon erreicht. Das geht auch ganz schön ab. Es ist richtig krass viele Gegner. Ich bin ein bisschen schockiert, aber jetzt sollen die alle nach und nach, selbst damit nicht. Okay, das wird, glaube ich, mit der Zeit noch mehr. Dass man mehrere von den Dingern hat, weil das war ja jetzt eigentlich nur eine normale Attacke, Tifa, please. Wie mache ich wohl, dass Tifa ein mächtiges Wesen wird? Tja. Jetzt sollte ich doch das nächste Mal, wenn Caleb H42 mal wieder einen seiner wunderbaren Final Fantasy 7 Speedruns macht, mal reinschauen. Um herauszufinden, was Tifa bekommt. Welche Drogen, um so abzugehen. Okay, erstmal Level Up, auf jeden Fall gute Sache. So schwach, wie wir aktuell sind, macht das auf jeden Fall Sinn. In solchen Momenten wäre eventuell das dreimal so schnell cool. Mir vielleicht mal angewöhnen, wenn eine Leiter klettern. Na komm. Na. Oder man könnte die Kämpfe schneller laufen lassen. Vielleicht auch eine Option, ne? Bevor wir auf diese Sache mit dem Rausschneiden gehen. Warte mal, wir sind. Ich glaube, wir gehen da raus. Ich bin mir unsicher. Wäre eine Option. Bevor wir die rausschneiden, einfach die Kämpfe auf dreifache Geschwindigkeit gehen. Gerade bei solchen Sachen, wo ich so arbeite. Heilung mal auf dich selbst, bitte. Weil das ist echt schnell. Das ist echt schnell. Und da wir ein richtiges... Alter, mich hier verarschen. Und da wir hier ein richtiges Active-Time-Battle haben, wo man auch mal reagieren muss, ist vielleicht gar nicht so schlau, ne? Das dann so schnell zu machen. Also, das kam mir gerade krass vor, deswegen, aber hier kann ich doch eigentlich auch nicht raus. Das sind doch die... Naja, egal. Wir versuchen es einfach. Ich bin hier früher mal so rausgegangen. Außerdem ist hier auch ein Ad halt. Den hätte ich nicht bekommen. Also ich bitte euch. Das dachte ich auch, dass wir das eigentlich im zweiten Part hätten erleben müssen. Dann dachte ich noch so, wieso eigentlich nicht? Jesse hat gesagt, wir müssen alle auf einmal die Taste drücken. Geht nicht. Probieren wir es nochmal. Ja, ich
kenne das Timing halt nicht wirklich, ne? Aber das müsste passen. Noch genauer? Komm, wollte gerade sagen, das ist es aber, ne? Irgendwo hört der Spaß dann auch mal auf. Okay, nein! Limit für Cloud. Von mir aus. Ah, okay. Yeah, wollen wir scheinbar haben. Der Barrett ist auch schon auf dem Limit. Und alle haben volle Energie? Wieso? Warum? Was passiert? Habe ich irgendwas gedrückt, dass das passiert ist? Wenn ja, tut's mir leid. Das war dann nicht meine Absicht. Ist es dieser Knopf? Jetzt haben wieder alle volle Energie. Ich kann den jederzeit volle Energie machen? Wenn ich die falsche Taste... Was? Nee, oder? Okay, das werden wir nachher nochmal überprüfen. Weil das ist ja doch ein bisschen extrem. Gut, dann muss ich halt echt aufpassen, dass ich den Knopf nicht versehentlich drücke. So das Ding. Hier entlang. Shinra-Soldaten? Was zum Henker geht hier ab? Eine Falle. Ich meine, damit konnte man doch rechnen. Dass sowas in die Richtung passieren könnte. Präsident Shinra? Was macht der Präsident hier? Ihr seid also... Wie war das doch gleich? Avalanche, merk's dir gut. Und du bist Präsident Shinra, wie? Lang nicht gesehen. Lang nicht gesehen? Oh, du. Du bist der, der von Soldier zu Avalanche gewechselt ist. Ich sehe es an deinen Augen, dass du mit Marco in Berührung gekommen bist. Sag mir, Verräter, wie heißt du? Cloud. Verzeih die Frage, aber ich kann mir nicht jeden Namen merken. Außer aus dir wird mal ein neuer Sephiroth. Ja, Sephiroth. Er war genial. Vielleicht zu genial. Sephiroth? Ist mir völlig Schnuppe. Bald geht hier alles mit einem riesen Knall in die Luft. Geschieht euch allen recht. Was für eine Verschwendung von teurem Sprengstoff, um Ungeziefer wie euch loszuwerden. Ungeziefer? Ist das alles, was dir einfällt? Ungeziefer? Ihr Shinra seid die Ungeziefer, die den Planeten umbringen. Du bist das Oberungeziefer, also halt die Klappe. Ihr fangt an, mich zu langweilen. Ich hab viel zu tun, wenn ihr mich entschuldigt. Ich muss zu einem Bankett. Bankett? Keine Witze, ich mach dich fertig. Ich hab euch allen einen Spielkameraden besorgt. Was ist das für ein Geräusch? Ach du Scheiße. Darf ich bekannt machen? Airbuster, ein Technosoldat. Oder ein Technologiesoldat? Was auch immer. Er stammt aus unserer Abteilung für Waffenentwicklung. Ich bin sicher, dass die Daten, die er euren Leichen entnehmen wird, für unsere künftigen Experimente sehr nützlich sein werden. Technosoldat? Also, wenn ihr mich entschuldigt? Halt, Präsident! Hey Cloud, wir müssen was gegen den machen. Hilfe, Cloud! Ist das ein Soldier? Nein, es ist nur eine Maschine. Ist mir egal, was es ist, ich werde es fertig machen. Ja, locker. Ich hab hier schon wieder ein Limit voll. Das, also... Hä? Also so? Da haben wir gute Karten, ne? Wenn ich hier jedes Match mit vollem Limit starte. 600 einfach, ne? 600! Mit zwei, was? Ich bin...
Was? Okay, also, na gut. Das ist enttäuschend. Auf brutale Art und Weise. Es wird explodieren. Komm, Tifa, weg hier. Barrett, kannst du nichts tun? Absolut nichts. Cloud, du darfst nicht sterben. Bitte, es gibt so viel, was ich dir... Ich weiß, Tifa. Hey, wirst du schaffen? Ich bleib cool. Mach, dass ihr verschwindet. Ich komm schon selbst klar. Aber kümmere dich um Tifa. Na gut, tut mir leid. Hör auf, so zu reden, als ob es das Ende wäre. Okay, bis später. Bist du okay? Kannst du mich hören? Ja. Damals bin ich fast ohne Kratzer davongekommen. Was meinst du mit damals? Was ist mit jetzt? Kannst du aufstehen? Was meinst du mit damals? Was ist mit jetzt? Mach dir keine Gedanken. Sorg dich jetzt nur um dich. Kannst du dich bewegen? Ich versuch's. Wie steht's damit? Ganz langsam, eins nach dem anderen. Ich weiß. Hey, wer bist du? Hallo? Hallo? Alles okay? Das ist eine Kirche in den Slums von Sektor 5. Du fielst plötzlich runter, hast mir einen ganz schönen Schrecken eingejagt. Ich bin abgestürzt. Das Dach und das Blumenbeet haben deinen Sturz wohl gebremst. Du hast Glück gehabt. Blumenbeet? Oh, deins? Tut mir leid. Ist nicht schlimm, die Blumen sind sehr widerstandsfähig. Das ist ein Sonderort hier. Es heißt, dass in Midgar weder Gras noch Blumen wachsen, aber aus irgendeinem Grund blühen sie hier. Ich liebe diesen Ort. Ah, okay. Ja, ne? Das ist schön, dass wir hier reingefallen sind, denn hier haben wir das lecker Blumenmädchen von Part 2 oder so, 3, whatever. Was geht denn so ab? So treffen wir uns also wieder. Ich kenne dich? Erinnerst du dich nicht an mich? Ja, ich erinnere mich. Ja, ich weiß noch. Du hast Blumen verkauft. Oh, du erinnerst dich an mich? Tja, du hast keine meiner Blumen gekauft. Naja, ist schon gut. Sag mal, hast du irgendwelche Materie? Ja, schon. Heutzutage findet man überall Materie. Aber meine ist was Besonderes. Taugt zu absolut nichts. Taugt zu nichts? Du weißt wohl nur nicht, wie man sie benutzt. Doch, ich weiß es. Sie wirkt einfach nicht. Ich fühle mich aber mit ihr sicher. Sie gehörte meiner Mutter. Ich würde gerne ein bisschen reden. Fühlst du dich schon fit genug? Schließlich haben wir uns wieder getroffen. Warum nicht? Wart mal kurz. Ich muss noch meinen Blumen sehen. Bin gleich wieder da. Na, das sieht alles gut aus. Oh, ist ein bisschen kaputt gegangen. Oh, scheiße, Ficker. Ja, das war auch... Der latscht immer noch rüber, ne? Eiskalt. Ohne Gnade. Einen Moment noch. Oh. Da fällt mir was ein. Wir haben uns noch gar nicht bekannt gemacht. Ich heiße die liebe Eris. Man kennt sie. Ja, das kann auch so bleiben.
Ich bin Eris, das Blumenmädchen. Freut mich. Mein Name ist Cloud. Was ich so tue, ich bin ein Mann für alle Fälle. Oh, ein Mann für alle Fälle? Tja, ich tue alles, was erledigt werden muss. Das ist so lustig. Worüber lachst du? Entschuldigung, es war nur... Wer ist das da? Ach, was für ein schlechtes Timing. Cloud, nicht beachten. Doch, wer ist das? Mach dir keine Gedanken. Okay. Das ist weird. Sag mal, Cloud, machst du auch Leibwächter? Du übernimmst doch jeden Job, oder? Ja, stimmt. Dann hilf mir weg. Bring mich nach Hause. Okay, mach ich, aber es wird dich einiges kosten. Also mal sehen. Wie wär's, wenn ich einmal mit dir ausgehe? Ich kenn dich nicht, aber... Du kennst mich nicht? Was? Hat der das nicht gerade gesagt? Ich kenne dich. Und ob ich dich kenne? Diese Uniform. Hey Schwester, was ist denn das für einer? Sei still, du Shinra-Spion. Sollen wir ihn umlegen? Ich habe mich noch nicht entschieden. Keine Kämpfe, jetzt zertrampelt die Blumen. Sorry Leute, dass ich halt gerade so durch den Wind bin, aber das mit den Kämpfen, dass wir andauernd Limit haben und so, das ist alles gerade, weiß ich nicht, sehr verwirrend. Der Ausgang ist da hinten. Wir rennen weg. Er trampelt genau drüber, ne, mit Absicht. Das waren Marco-Augen. Ganz bestimmt. Okay, an die Arbeit, beeilt euch. Ah. Und tretet nicht auf die Blumen. Du bist gerade draufgetreten, sind alle hinüber. Gut, Leute, aber wie diese ganze Geschichte hier weitergeht, das erfahren wir im nächsten Part. Ich hoffe, ihr seid wieder mit dabei. Bis dann und ciao.